Du musst den Code gekannt haben. Ansonsten ist es unmöglich. Ja, und es gibt im ganzen Spiel keinen einzigen Hinweis auf diesen Code. Schlüssel wird große Materie. Das heißt, man kann den Code so ohne nachzugucken oder ohne, dass es jemand einem sagt, einfach nicht wissen. Man hat dann quasi 5 Minuten Zeit oder 2 Minuten Zeit, um den Code herauszufinden. Und ja, das ist dann halt doof. Oh mein Gott. Verdammt, mein Bein steckt in diesen Trümmern fest. Sid! Nein, ich kann es nicht anheben. Kümmere dich nicht um mich. Los, schnell, verschwindet. Wenn du dich nicht beeilst, wird die Rakete in den Meteor hineinkrachen. Ich kann meine Freunde nicht zurücklassen. Du hast keine Zeit, dich um andere zu kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Du bist bescheuert. Du bist wirklich absolut bescheuert. Tank 8 ist explodiert. Tank 8 hat also wirklich nicht richtig funktioniert. Scherer, du hast recht gehabt. Ja, wir erinnern uns an die alte Geschichte. Aber mit mir ist es aus. Sag das nicht, Sid. Hey, Scherer. Ich bin hinterhergekommen. Ich will euch helfen. Du blöde... Tut mir leid. Zum Notmechanismus geht es hier entlang. Bitte beeil dich. Schnell. Ich werde den Notmechanismus ausklinken. Hey Scherer, fliegt die Kiste auch wirklich? Ich denke schon. Ich habe ihn überprüft. Da bin ich erleichtert. Danke. Das ist also der Weltraum. Mann, es ist wirklich wahr. Ich bin hier im Weltraum. Bis dann, Shinra 26. Bogenhagen. Bogenhagen war ja der Meinung, dass wir dem Planeten nicht helfen können, aber trotzdem guckt er, ob da irgendwas passiert. Und das war ja nur der Plan von Shinra. Doch, der Meteor hat nur ein paar Stücke verloren. Und selbst wenn wir jetzt die ganzen großen Materials nicht bekommen hätten und alle in diesem Raumschiff drin gewesen wären, quasi wäre es auch egal gewesen. Es wäre das Gleiche passiert. Plan von Shinra ist nicht funktioniert. Der Plan von Rufus war ein Reinfall. Habe ich ja gerade gesagt. Was für eine Pleite. Ich hoffte, es würde klappen.
Wir haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Aber es ging nicht anders. Ob das ein Fehler war? Das beruhigt dich, stimmt's? Mach dir keinen Kopf, denk lieber nach. Hey, die Frau hat recht. Du machst dir zu viele Sorgen. Alles bricht zusammen und wird nur noch schlimmer. Klingt sehr optimistisch. Hast du eine Idee? Ich habe über vieles nachgedacht. Als ich von da oben den Planeten betrachtete. Sogar dann, als wir im Meer mit der Raketenkapsel trieben. Rettungskapsel, nicht Raketenkapsel. Ich habe auch nachgedacht über das All, den Planeten, den Ozean. So groß und so weit. Wohin ich auch gehe, was ich auch tue, ändern wird das nichts. Vielleicht hast du recht. Aber dann hatte ich einen Gedanken. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig. Aber aus dem All sah ich, wie klein er ist. Ganz allein in der Finsternis und so hilflos. Und im Inneren Sephiroth, der wie eine Krankheit an ihm nagt. Ich meine, dieser Planet ist wie ein Kind. Ein Kind, krank und ängstlich. Und so verloren im All. Jemand muss ihn beschützen. Dieser jemand, das sind wir. Sid, das ist ja wundervoll. Ja, Sid, sogar ich hab's kapiert. Was tun wir jetzt? Wie können wir den Planeten vor dem Meteor beschützen? Epische Musik. Darüber denke ich noch nach. Wie die epische Musik kurz ausgesetzt hat. Hä? Nanaki hat eine Idee. Hast du das gehört? Ein Schrei des Meteors oder des Planeten? Hey, wie können wir denn wissen, dass es wirklich ein Schrei des Planeten ist? Habt ihr denn vergessen? Bugenhagen hat es uns erklärt. Bugenhagen. Besuchen wir Opa. Auf nach Cosmo Canyon. Er kann uns sicher etwas dazu sagen. Da stand er zwar anders, aber egal. Dass uns weiterhilft. Mein Gott. Vorleseprofi Nummer 1 steht wieder vor der Tür. Sollen wir los? Der ist mittlerweile Level 10, der Junge. Ich möchte übrigens mal... Den hier möchte ich allerdings mitnehmen. So, Cosmo Canyon ist zwar nicht weit von hier. Eigentlich war das genau da. So, hier landen wir. Und hier ist es. Ich werde mal hier vorspeichern. So. Ich schätze, jetzt ist nochmal ein bisschen Lesen angesagt. Ein bisschen viel Lesen. Ja, so viel wie in der Erinnerungskacke bei Clouds, Erinnerungen wird es nicht sein im Lebensstrom. Da muss ich mal kurz gehen. Hallo Bugenhagen! Hoho! Wann immer ihr mein Wissen benötigt, seid ihr mir hier willkommen. Deshalb sind wir hergekommen. Und nun? Hast du dich verirrt? Wenn das geschieht, sollten wir lange und gründlich in uns gehen. Es findet sich immer etwas, das in den Tiefen unseres Herzens verborgen ist. Verborgen oder vergessen liegt. Etwas, das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Erinnere dich, was immer es sein mag. Es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alle sucht. Das sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern.
Es muss da sein. Sieh genauer hin. Ich weiß nicht, Cloud. Ich glaube, es sollten alle dabei sein. Alle? Siehst du es? Was ist es? Wonach sie sucht? Jetzt wird's hier ein bisschen eng. Nichts und wieder nichts. Mir fällt einfach nichts ein. Gleichfalls, ich schaffe das auch nicht. Ich kann mich sehr gut an Eris erinnern. Nein, das nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Eris war die ganze Zeit über hier. Hier bei uns. Sie war so nah, dass wir sie nicht sehen konnten. Was Eris getan hat. Die Worte, die sie hinterließ. Ich weiß wieder, bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroths Meteor aufhalten kann. Aber Eris ist fort. Könnten wir das, was Eris vorhatte, selbst durchführen? Wir sind keine Nachfahren des alten Volkes, wenn du das meinst. Wie? Ist das Mädchen etwa dorthin aufgebrochen? Ich hab's. Was hast du? Wir wissen es nicht. Was wusste Eris? Warum trat sie Sephiroth entgegen, anstatt wegzulaufen? Ich verstehe. Sie ist dorthin zurückgekehrt, richtig? Vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du kommst mit? Was ist daran so erstaunlich? Oder verwunderlich? Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was da stand. Auch ich will ab und zu mal hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? In so einer Stimmung war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein, der Planet ruft dich. Aber ja, Junge, der Planet ruft, klar doch. Hohoho. Okay, da war nur zweimal hoho, aber egal. Also gehen wir. Ja, das tun wir, Bugenhagen. Um eins möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Materia bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich. Und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Das Stockwerk über uns dürfte der geeignete Ort sein. Und nun wollen wir los? Ja. Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu. Man zieht ganz einfach hier. Hier oben waren wir schon mal. Dieser Ort wird noch ganz wichtig für uns, denn hier haben wir jetzt unsere vier großen Materias gelagert. Hoho, das ist eure große Materia? Das ist in der Tat eine seltene Materia. Einer so seltenen Materia wohnt mit Sicherheit eine spezielle Bewusstsein inne. Große Materia. Sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Materia ging ein sanftes Grün aus. Die Farbe ist dieselbe wie bei Zaubermateria. Das wird noch wichtig. Große Materia, bei der roten können wir schon mal was machen. Sie glüht sonderbar. Von der großen Materia geht ein feuriges Glühen aus. Die Farbe ist dieselbe wie bei Beschwörungsmateria. Nicht weiter drum, gehen wir wieder nach unten. Also geht das noch gar nicht. Große Materia, sie glüht sonderbar. Von der großen Materia ging ein kaltes Glühen aus. Ist das Bahamut? Materia Neo Bahamut glüht hell auf. Materia Bahamut Zero erhalten. Damit haben wir eine neue Aufrufsubstanz bekommen, die ich gleich mal koppeln werde. Und zwar einen weiteren Bahamut. Damit auch die letzte Bahamut-Substanz. Es gibt insgesamt drei. Große Materia, sie glüht, näher herangehen. Von der großen Materia geht ein stilles Glühen aus. Die Farbe ist dieselbe wie bei Befehlsmateria. So.
wir können hier später noch einmal zurückkehren, wieder nach unten gehen. Oho, gut, lass uns aufbrechen. Wisst ihr noch, wie man die Maschine da unten bedient? Wenn ihr die Maschine sehen wollt, könnt ihr jederzeit herkommen. Wir müssen hier später noch einmal herkommen. Riecht wie Maschinen. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich den Geruch der Natur. Ist das Deck dort oben? Dann vertreibe ich mir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre, wie der Planet lebt, im Geruch dieses Wissens. Ich spüre aber auch die Größe der menschlichen Weisheit und des Wissens im Geruch dieser Maschinen. Ja, also tschüss. Er fliegt auf seiner Plattform. So, das heißt, wir kehren dorthin zurück, wo wir Aeris das letzte Mal gesehen haben. Level 11, okay, los geht's los. Jetzt riecht sie auch noch von draußen herein nach Kaffee. Ich bin kein großer Fan von Kaffee. Ich wollte es gerade nur eben sagen, weil mir dieser Geruch in die Nase gestochen ist. So, das heißt, wir müssen hierher zurückkehren. Oh, ich habe mein Chocobo vergessen. Den möchte ich natürlich unbedingt mitnehmen. Jetzt habe ich den echt vergessen, ich Volldepp. Was heißt, ich Volldepp? Ich war ja nicht einmal dran schuld. Wir sind ja einfach im Luftschiff gestartet. Den hole ich mir schnell ab. Hoffentlich ohne Zufallskampf. Sehr schön. Eigentlich bräuchte ich das Luftschiff jetzt auch gar nicht mehr, aber das Luftschiff ist einfach viel schneller. So, wieder zurück. Zürich. So. Hey, du sollst landen. Danke. So, ich werde auf jeden Fall vorher noch einmal speichern. Ist jetzt nicht sonderlich wichtig, allerdings mache ich das gerne, weil hier mal gleich eine Stelle kommt, wo mir die damalige PS1-Version mal abgeschmiert ist. Und da hatte ich irgendwie 4 Stunden nicht gespeichert oder so und das war dann sehr, sehr ärgerlich. So, durch den schlafenden Wald. Ich könnte theoretisch auch mit den Chocobo einfach so in die Stadt gehen, aber dann müsste ich den Weg sowieso hier nochmal zurückrennen, um den Chocobo dann wieder abzuholen. Und deswegen laufe ich jetzt einfach so hier durch. So. Die Gegner hier sind ja sowieso kein Problem mehr. Es gibt sowieso nur noch sehr, sehr wenige Gegner, die uns überhaupt Probleme machen sollten oder können. Dazu zählen generell ein paar Gegner, natürlich möglicherweise irgendwelche Bosse, die noch kommen werden. Wobei ich zum Beispiel jetzt die Rappens nicht als, jedenfalls Smaragd-Rappen nicht als Boss ansehe, weil es ist ja theoretisch ein optionaler Gegner, den man nicht besiegen muss. Außerdem hat dieser Gegner keine Bossmusik. Er hat zweimal verfehlt, das ist sehr ärgerlich. Jedenfalls, die Rappens werden uns am größten, die größten Probleme bereiten, werde ich schätzen. Und da gibt es später noch einen gewissen Gegner. Von denen mein Bruder ständig den Namen vergisst. Wenn wir dann soweit sind, werde ich das auf jeden Fall wieder erwähnen. Ich werde den Namen jetzt noch nicht sagen, weil das auch ein Gegner ist, der in vielen Final Fantasy Teilen vorkommt. Und speziell in diesem Teil ist er die Hölle. Der Sith hat keine Schleife an. Genau, hier hätte ich nämlich mit dem goldenen Chocobo hingekonnt. Okay, jetzt bin ich kurz am Überlegen, wo musste ich jetzt nochmal lang? Ich glaube nämlich hier lang. Nach links.